gekauft. Digga, habt ihr Mickeys Story Egal. gesehen? Er ist gefallen, ja. Er hat, Mickey hat denjenigen 100 Euro geboten, der die gelöschte VOD wiederfindet. Und einer hat es ihn irgendwie geschafft, irgendwie wieder herzubestellen. Und guckt euch mal seine Story an. Die schreiben ihn doch immer, wo Danny ausrastet. Bei Zeitangabe 3 Stunden 3 verkauft er darauf Mia Hamm. Xavi wird bei 3,43 verkauft. Bei Zeitangabe 4-2 wird 4-0 gegen Wohat Bro verloren mit Rage Quit. Er macht danach direkt wieder ein Rematch gegen Wohat und verliert 5-3. Eusebio und Sava wurden bei 4,31 verkauft. Er stellt ganzes Team auf Transfermarkt. Die sagen immer, wann wer wo quittet. Er hat die VOD gelöscht. Ich gebe demjenigen 100 Euro, wenn die VOD zurückgeholt werden kann. Und dann kam die Story. Ah, ich weiß. Kehre um. Pforte des Bruches. Kehre um, sonst Danny dann. Dass er sich auch so einen scheiß Ordner zusammengestellt hat. Und er hat einfach die geheimen Dokumente des Vertrauens. Und er hat dann einfach die gelöschte VOD irgendwie wieder bekommen. Und dann das. Und dann die Sahne. Was eine gute Story ist das denn? Sahne auch noch. Sahne. Als ob Sahne! Sahne! Ich höre, passt.